Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wie versprochen zeige ich euch heute ein paar Custom-Content-Objekte, damit eure Sims 3 Babys nicht mehr wie kleine Burritos aussehen und auch mal ein bisschen Auswahl haben, was die Outfits betrifft. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Babys in Sims 3 so ein bisschen vernachlässigt wurden, sage ich mal. Man hat halt im Endeffekt nur die Auswahl zwischen zwei Outfits und nicht mal die kann man wirklich selber auswählen. Wenn es ein Junge ist, kriegt das blaue Burrito-Outfit und ein Mädchen kriegt halt das rosane Burrito-Outfit. Dass das in keinster Weise ausreicht, brauche ich euch, glaube ich, nicht erzählen. Und deswegen zeige ich euch heute mal meine Custom-Content-Favoriten, ohne die ich persönlich nicht mehr spielen könnte. Und die gute Nachricht ist, dafür müsst ihr euch nicht 100.000 verschiedene Sachen runterladen. Im Endeffekt reicht es schon, wenn ihr euch Babyhaare runterladet, dann vielleicht noch einen Schnuller, wenn ihr da Bock drauf habt, und dann vielleicht noch zwei, drei Outfits. Und dann habt ihr da schon eine ganz gute Grundlage. Ich packe euch natürlich wie immer alle Links unten in die Beschreibung. Ich wünsche euch sehr viel Spaß damit und los geht's! Ich habe jetzt einfach mal alle Sachen, die ich euch heute zeigen will, in verschiedenen Tabs geöffnet und werde euch die jetzt einfach mal kurz vorstellen. Und dann gucken wir uns die natürlich auch noch im Spiel an, um zu sehen, wie die denn dann im Spiel selber tatsächlich aussehen. Und hier ist gleich mal eins meiner absoluten Lieblingsobjekte. Und zwar ist es das Little Wisps Hair von Quizzical Gin. Oder Quizzical Gin? Ich glaube, ich habe das immer falsch gelesen. Auf jeden Fall sind das diese kleinen Babyhärchen, die ihr hier sehen könnt. Und ich liebe dieses Objekt. Es ist tatsächlich auch das einzige Babyhaar, das ich je verwendet habe. Ich habe auch noch kein anderes gesehen, aber das tut's vollkommen. Ich liebe es. Das könnt ihr euch auf jeden Fall runterladen. Und auf dieser Seite von Quizzical Gin gibt es noch ganz viele weitere Babysachen. Da werde ich euch auch ein paar zeigen. Dann gibt es noch ein bisschen was auf The Sims Resource, aber leider nicht so viel. Genau, und am Ende habe ich noch hier zwei kleine Sets. Die zeige ich euch aber später. Machen jetzt erstmal hier weiter. Dann haben wir als nächstes hier den Georgia Boutique Onesie. Der ist leider ein bisschen klein. Kann ich's? Ja, perfekt. Ich kann es größer machen. Wunderbar. Genau, der ist auch super süß. Das Coole ist halt, dass ihr diese Sachen auch alle mit dem Creator Style Tool einfach so einfärben könnt, wie ihr wollt. Die Muster hier sagen mir jetzt nicht so wahnsinnig zu, aber man kann es halt einfärben. Und das, finde ich, macht das Ganze noch so unfassbar viel cooler. Dann haben wir hier noch den Summer Sprig Jumper. Ich weiß nicht, ob es Summer Sprig Jumper oder Summer Spring Jumper heißen soll, aber ist auch egal. Genau, den mache ich auch mal größer. Der ist auch so süß einfach. Und auch hier könnt ihr wieder alles komplett selber einfärben. Wobei ich diesen mit den Dinosauriern, den finde ich eigentlich ganz cool. Den könnte man sogar so lassen. Genau, hier nochmal von oben. Das ist auf jeden Fall auch ein Item, das ich sehr, sehr gerne verwende. Dann haben wir hier, das ist vermutlich mein Lieblingsbaby-Outfit. Alle meine Babys haben das an, weil das halt einfach nur eine Windel und ein T-Shirt. Und ich finde es irgendwie sau cute. Genau, haben fast alle meine Babys an. Ich liebe es. Ich finde es so süß. Auch man kann wieder alles komplett einfärben, wie einem das gefällt. Ach, ich liebe die Sims 3. Ich liebe es, dass wir diese Möglichkeit haben. Es ist einfach genial. Es gibt hier übrigens auch noch die Version ohne T-Shirt, wo das Baby nur eine Windel anhat. Ist auch cute. Also kann man sich auf jeden Fall mal überlegen. Dann haben wir hier noch ein Kleidchen. Das habe ich, glaube ich, aktuell gar nicht installiert. Fällt mir gerade auf. Aber hatte ich auf jeden Fall schon mal. Ist auch sehr süß. Das ist halt mal was ganz anderes. Wenn ihr, weiß ich nicht, euer Baby mit auf eine Sims-Hochzeit nehmen wollt oder so, dann hat es jetzt auch mal endlich was Schickes anzuziehen. So, vorher gab es halt nichts. Das ist, ja. Es spricht für sich. Es spricht für sich. Es ist ein super süßes Kleidchen. Gut, dann haben wir hier noch, genau. Ich löse mit den Burrito-Babys. dann haben wir hier noch so, wie nennt man das denn? Overalls? Latzhosen. Latzhosen, das ist das Wort, genau. Die finde ich auch super süß. Es gibt hier einmal die Version eben mit der Latzhose, die ich voll schön finde. Und dann gibt es hier auch noch quasi eine Jeans-Version mit einem normalen Oberteil. Die spricht mich persönlich jetzt nicht so an, aber vielleicht habt ihr ja Bock drauf, euren Sims dieses Outfit anzuziehen. Die Latzhose kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann als letztes von Quizzical Gin haben wir hier noch so einen ganz stinknormalen Strampelanzug. Ist halt ein schlichter Strampelanzug, aber was soll ich dazu sagen? Es ist schon eine nette Abwechslung, dass die Kinder dann mal Beine haben. Okay, als nächstes wechseln wir zu The Sims Resource. Die Seite dürfte euch allen bekannt sein, vermute ich jetzt einfach mal. Und hier gibt es ein super cutes Schnuller-Set einfach für Babys und auch für Kleinkinder. Und ihr könnt euch das getrennt runterladen. Ich scroll mal ganz kurz hier runter. Genau. Das besteht quasi aus, also dieses Set besteht aus vier Einzelkreationen. Und zwar sind das zwei verschiedene Schnuller-Sets und die gibt es jeweils für Babys und für Kleinkinder. Ich habe mir jetzt nur die für Babys runtergeladen, weil für die Kleinkinder, weiß ich nicht, brauche ich die jetzt gerade nicht. Vielleicht lade ich sie mir wer anders doch nochmal runter.
Aber gerade bei den Babys finde ich das halt super, super, super cute. Und die habe ich auch aktuell in meinem Spiel, kann ich sehr, sehr empfehlen. Und als zweites noch von The Sims Resource ist auch nochmal so ein Strampelanzug und Schal. Wenn ihr den Schal haben wollt, das kann man sich getrennt runterladen. Ich habe mir den Schal jetzt nicht geholt, weil mir reicht der Strampelanzug, ehrlich gesagt. Aber das ist auch super süß. Kann man auch wieder alles komplett selber einfärben. Von daher, das ist auf jeden Fall auch ein super süßes Set. Wie oft habe ich eigentlich schon süß gesagt in diesem Video? Ich weiß es nicht. Okay, und als letztes habe ich noch eine neue Seite entdeckt, die ich vorher tatsächlich noch nicht kannte. Und zwar Kiana Sims. Und die hat diese super putzigen Pokémon Onesies gemacht. Die gibt es für Babys, für Toddler, Kleinkinder und auch für normale Kinder. Und zwar gibt es einmal hier diese Standard-Pokémon-Ausführung. Das ist so niedlich. Das ist so niedlich einfach. Oh mein Gott. Und dann gibt es noch quasi Teil 2 von diesem Set, wo dann noch mehr Pokémon quasi hier mit aufgeführt wurden oder mit aufgenommen wurden. Die habe ich mir auch beide runtergeladen, die Sets, weil ich die so schnuckelig finde einfach. Genau. Und das war es auch schon. Das sind jetzt mal so die Sets, die ich aktuell verwende und installiert habe und ich euch empfehlen kann. Und ich würde sagen, ich öffne jetzt mal mein Spiel und dann gucken wir uns an, wie das Ganze im Spiel eigentlich funktioniert. Weil es tatsächlich gar nicht so einfach ist, den Babys diese Sachen dann noch anzuziehen, aber dazu gleich mehr. So, ich habe mein Spiel jetzt gestartet und ihr seht schon, ich habe mein Baby schon umgestaltet. Aber ich zeige euch jetzt, wie ihr das auch hinkriegt. Und zwar ist es ein bisschen tricky, ihr braucht erstmal einen Cheat. Ich habe den jetzt schlauerweise schon eingegeben, damit es nicht so lange dauert. Und zwar braucht ihr einfach den Testing Cheats Enabled True Cheat. Dann einmal mit Enter bestätigen und dann drückt ihr Shift und haltet Shift gedrückt. Klickt auf das Baby und dann könnt ihr nämlich auf Sim bearbeiten, in Erstelle einen Sim gehen. Und das werden wir jetzt mal ganz kurz machen, denn so könnt ihr das Outfit und theoretisch auch die Haare eures Babys anpassen. Ich habe jetzt nur eine einzige Frisur installiert, von daher haben wir da jetzt keine Auswahl. Aber theoretisch könntet ihr dann die verschiedenen Frisuren auswählen. Und es sieht jetzt ein bisschen blöd aus, weil das Baby halt so weit unten liegt und man nicht so wirklich die Chance hat, das richtig sich anzugucken. Aber es ist halt vom Spiel auch nicht so gedacht, dass man Babys überhaupt bearbeitet. Deswegen, ja, ist es jetzt leider nun mal so. Und es sieht auch jetzt ein bisschen creepy aus, gerade wenn wir die Haare bearbeiten. Ihr habt also hier jetzt diese Frisur, die bei mir jetzt schon ausgewählt ist. Und ich glaube, wenn man die installiert, kriegt die tatsächlich jedes Baby automatisch verpasst, weil es die einzige verfügbare Frisur dann ist. Und dann gehen wir jetzt mal weiter zu den Outfits. Oh mein Gott, die sind so süß. Da seht ihr schon die Pokémon Onesies. Also ich habe hier jetzt gerade ja schon mein Lieblingswindel- und T-Shirt-Outfit ausgewählt. Wir haben aber natürlich noch ganz viele andere Sachen. Es ist manchmal ein bisschen schwierig zu sehen, was halt was ist, weil man oft nur die Beine sieht und es oft nicht so viel Aufschluss darüber gibt, was das jetzt für ein Objekt ist. Aber wir probieren uns einfach mal durch. Wir haben hier jetzt zum Beispiel mal diesen ganz normalen Strampelanzug. Macht euch übrigens keine Sorgen, später im Spiel ist der Hals wieder normal, falls irgendjemand sich da jetzt Sorgen gemacht hat. Genau, da haben wir dann einen von diesen Latzhosen-Strampelanzügen. Und auch hier nochmal. Was ist das hier? Ah, okay, das ist so ein kurzer. Gott, das sieht so fürchterlich aus. Dann machen wir kurz hier unten nochmal weiter. Hier ist die, das nur Windel-Outfit, sage ich jetzt mal. Das Windel-T-Shirt-Outfit. Und hier haben wir nochmal einen kurzen Strampelanzug. Und dann natürlich meine absoluten Favoriten. Die Pokémon-Strampler. Oh Gott, die sind so süß. Die sind so putzig. Ich glaube, ich möchte jetzt mal gerne einen von den, von diesem zweiten Set ausprobieren. Oh Gott, ist das cute. Oh, super süß. Aber mir gefallen die aus dem ersten Set tatsächlich ein bisschen besser. Könnte aber auch einfach daran liegen, dass mir die Pokémon aus dem ersten Set ein bisschen vertrauter sind. Ich glaube, mein absoluter Favorit ist das hier. Oh, ich muss mal wieder Pokémon spielen, glaube ich. Das ist so süß. Ich mache jetzt mal... Ach so, nee, Moment. Ich muss euch noch die Schnuller zeigen. Ich wollte hier schon auf Beenden klicken. Aber ich muss euch ja noch die Schnuller zeigen. Die findet ihr bei den Accessoires. Ich habe hier auch noch zwei Babymützen. Die hätte ich euch eigentlich auch noch zeigen können, aber ich muss mal gucken, wo ich die her habe. Ich hatte ganz vergessen, dass ich die überhaupt installiert habe. Muss ich mal schauen. Wenn ich die nochmal wiederfinde, dann packe ich euch den Link zu diesen Babymützen auch ins, in die Beschreibung. Genau, und hier, wo man wieder nur die Füße sieht, das ist der Schnuller. Und den könnt ihr natürlich auch anpassen. Halt, stopp, ich will nicht die Mütze anpassen, sondern den Schnuller. Dankeschön. Es ist halt wieder schwierig zu sehen, wie das am Ende aussieht. Man muss sich so ein bisschen hindrehen und dann kann man hier halt die Farben so ein bisschen verändern. Ich mache den jetzt mal... I don't know. Pink? Wir machen ihn jetzt einfach mal pink, weil wir es können. Genau, das sind die Schnuller.
Und dann klicke ich mal auf Beenden, damit wir uns das Ganze auch im Spiel mal anschauen können, ohne dass hier so ein Mutantenhals plötzlich da ist. Ist das nicht super süß? Ist das nicht cute? Ich hätte den Schnuller blau lassen sollen, dann würde er besser zum Strampler passen, aber egal. Ist das nicht super süß einfach? Ich liebe es. Ich liebe die Haare, ich liebe die Schnuller und ich liebe diese ganzen Outfits. Das war es auch schon mit meinen Baby-Custom-Content-Favoriten. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video so ein bisschen weiterhelfen. Falls ihr auch keinen Bock mehr auf Burrito-Babys habt, gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und lasst natürlich ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Darüber freue ich mich immer. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit diesen Babysachen und noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns ganz bald in einem neuen Video. Bis dann. Tschüss.